Nicht ganz, aber fast. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass die CO2-Emissionen der Nutzfahrzeugflotten bis 2040 um 90% sinken müssen. Eine Emissionsreduktion über E-Fuels soll nicht zulässig sein. Die EU setzt also darauf, dass sehr schnell sehr viele Elektro- und Wasserstofflaster auf die Straße kommen. Klar ist eins, auch der Schwerlastverkehr muss klimaneutral werden, und zwar spätestens 2050. In Deutschland laut Klimaschutzgesetz schon 2045. Diese Ziele lassen sich jedoch nur erreichen, wenn dafür alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um CO2-Emissionen zu verringern. Dazu zählen wir die Elektrifizierung der Fahrzeuge, einschließlich der Hybride. Dazu zählen wir insbesondere aber auch klimaneutrale synthetische Kraftstoffe, außerdem Wasserstoff und moderne Biokraftstoffe. Drei Punkte sind wichtig. Erstens, die Hersteller müssen schnell ein breites Angebot an Fahrzeugen auf den Markt bringen. Gerade bei Elektro-Lkw und Wasserstoff-Lkw gibt es noch keine echte Auswahl. Zweitens, wir brauchen eine europaweite Infrastruktur. Zum einen für elektrisches Hochleistungsladen. Mit 11 kW, wie an der Ladesäule um die Ecke, bekomme ich keine 40 Tonner bewegt. Zum anderen für flüssigen und gasförmigen Wasserstoff. Für langes Suchen nach einer Ladesäule oder einer Wasserstofftankstelle hat kein Logistiker Zeit. Und drittens, die Rahmenbedingungen für Biokraftstoffe müssen langfristig verlässlich geklärt werden, damit auch in diesem Bereich investiert werden kann, und zwar ohne Tankteller-Debatte. Deswegen ist eine echte Lebenszyklusbetrachtung gerade in diesem Bereich wichtig.